Servus Leute, zurück zu Let's Play Chained Echoes. Wir befinden uns, ich weiß es nicht, wo wir uns befinden, nach den verheerenden Ereignissen vom letzten Mal, wo der Stein ausgelöst wurde, aber nicht so wie gedacht. Und alle Parteien irgendwie gescheitert sind mit ihren Vorhaben, doch am Ende es doch darauf hinauslief, dass die eine Partei der anderen die Kapitulation anbot, ist vieles geschehen anscheinend. Und wir sind jetzt hier H03 oder H03, wie auch immer. Wo auch immer. Es gibt hier auch kein Menü, es gibt keine Karte, es gibt nichts. Wir haben jetzt die Kontrolle über diese Frau, dieses Mädchen, wer auch immer das ist. Oh, du bist das neue Mädchen. Ein Mädchen. H03, richtig? Freut mich. Ich habe gehört, dass du in unsere Klasse kommst. Stimmt das? Wie alt bist du? Ah, tut mir leid, du bist gerade erst angekommen und ich bombardiere dich pausenlos mit Fragen. Reden wir später, okay? Die Helden von Leonor befinden sich derzeit auf einem Kreuzzug gegen eine Art Kult des Verboten. Vorboten. Sie sollten jedoch bald zurückkehren, um dich willkommen zu heißen. Helden von Leonor? Das sind doch die, die ich heraufbeschwöre immer. Du bist ziemlich alt. Sieht so aus, als hätten sie keine Eile, dich zu finden. Normalerweise kommen die Mädchen im Alter von 10 Jahren an. Mädchen? Alter von 10 Jahren? Sind wir hier in einer christlichen Perversion? In dem Flur findest du Gemälde mit diesem Motiv. Aus künstlerischer Sicht überrascht es mich, mit welcher Herangehensweise Künstler aus unterschiedlichen Epochen dasselbe Motiv in ihren Werken darstellen. Ein Baum. Das ist die fliegende Insel. Stimmt, das ist der fliegende Baum. Davon hat doch auch Lené gezeichnet. Darf ich mich vorstellen, ich bin das Haupt der Schriften. Ich führe 100 Mönche an, die seit Jahrzehnten die wahre Geschichte zu Papier bringen. Sei versichert, dass der Vorbote allen in Erinnerung bleiben wird. Der Vorbote würden was? Bitte was? Wo sind wir hier? Markus hat 3 andere Mädchen gefunden. Wir sind derzeit bei 11. Wenn ich daran denke, dass es einmal 100 von euch gab. Okay. Du bist es. Schön, dich zu sehen. Darf ich dich fragen, ob du dich daran erinnerst, als... Ah, vergiss es. Ich sollte dich das nicht fragen. Ich bin nur eine einfache Maid. Ich sollte nicht mal mit dir reden. Okay, ich bin irgendwas Besonderes. Ein schönes Bild. Timothy. Nun, hat sich der Ausblick schon bei dir eingebrannt? Was meinen Sie hier, Sir? Überall im Schloss sind Gemälde mit dem gleichen Motiv, wie du doch sicherlich bemerkt hast. Ja, ein Gebäude unter einem riesigen Baum auf einer fliegenden Insel, unverkennbar der gleiche Ort. Im ganzen Schloss gibt es unterschiedlichste Hinweise auf diesen Ort zu finden. Und du wirst sicher die ein oder andere Reise dorthin unternehmen. Und all das nur, damit du diesen Ort nicht vergisst. Damit ich ihn nicht vergesse? Egal wie viele Jahrhunderte vergehen oder wie oft du wiedergeboren wirst, diese Zuflucht auf Shambhala soll dir stets ein Licht in der Erinnerung sein. Yes ist ein Ort gebaut, um Jahrtausende zu überdauern. Was ist dort? Du wirst dort allerlei Werkzeuge für deine hiesige Mission finden und du kannst dort in Kontakt mit den Wehen treten. Das ist alles sehr verwirrend, nicht? Aber keine Sorge, H03. Du wirst nach und nach alles verstehen. Darf ich fragen, mit wem ich hier spreche? Oh Gott, wie unhöflich. Ich bin Timothy. Ich werde als Lehrer für den Bund von Leonard ausgebildet. Wenn du Fragen hast, stell sie mir ruhig. Doch zunächst habe ich selbst eine Frage. Welche? Wie ist dein echter Name? Stimmt etwas nicht? Nein, ist nur... Das wurde ich seit Ewigkeit nicht gefragt. Verzeiht. Mein Name ist Lené. Lené, nun auf eine gute Zusammenarbeit. Danke. Lené. Dieser Traum schon wieder. War das ein Echo eines vergangenen Lebens? Timothy, er fühlt sich so vertraut an. Lené, bist du wach? Wir sind fast da. Hoffentlich hat Sir Victor recht und wir finden ihn. Ich frage mich, ob er sich überhaupt uns anschließt. Es sind 3 Monate seit der Explosion vergangen. Ich bin sicher, Glenn hat eine Entscheidung getroffen. Nun, das werden wir wohl sehen. Haku.
Macht euch bereit. Alle bereit zur Landung. Es könnte holprig werden. Haku, wer sind das? Und wo sind wir? Schnellreiseort entdeckt. Also neuer Ort. Oh, hier ist Glenn. Also gut, wir brauchen nur ein paar Lebensmittel. Peter und Harry wollen Pflanzenkuchen, also muss ich wohl etwas Weizen kaufen. Leo will Früchte, vielleicht finde ich ein paar Bonanzas. Oder mag er lieber Däpfel? Glenn, mir reicht es langsam. Kann ich zurückgehen? Nanu, war es nicht deine Idee, mich beim Einkaufen zu begleiten? Ich weiß, aber mir ist langweilig. Bitte, ich kenne den Weg. Nun, du bist ein großer Junge. Ich schätze, du weißt, wie man heimfindet. Super, bis später. Also gut, ich muss dem Laden einen Besuch abstatten. Flandern, Rockbotten, ah ja, okay, wir sind... Rockbotten, das ist... da war... Ah, dort unten ist die Brücke, von der wir gestürzt sind. Flandern, nee, dann habe ich keine Ahnung, wo wir sind. Wir waren hier auf jeden Fall noch nicht. Wir sind hier in diesem Gebirge, kann das sein? Ja, könnte sein, oder? Kann ich mich... Na, stimmt, da war ja gerade. Teleportieren nicht möglich. Beeilung, wir müssen unsere Rüsten einhalten. Ja, das ist die falsche Richtung. Ich muss in irgendeinen Laden. Aber ich will ja natürlich erkunden. Also jetzt sind wir Glenn allein. Das wird mir zu viel. Der Krieg in Wallandeswipper doch gegen Nabrelia ist ein neuer ausgebrochen. Ich kann so nicht weitermachen. Ich bin da an meine Grenzen gestoßen. Ja. Ein Krieg endet, der nächste beginnt. Genau, wir sind hier in einem Bergbaugebiet, wie es scheint. Ja, gibt's auch Loot? Fünfblättriges Kleeblatt. Ich darf nicht hier raus. Seit ein paar Monaten bringen die Erwachsenen irgendwie viel ernster als zuvor. Vielleicht, weil mein Bruder uns verlassen hat. Mama sagt, er musste sich der Armee des Königs anschließen. Was bedeutet das? Oh, das erinnert mich an Schaschlik. Da ist eine Hütte. Das ist Hunger aus. Hier ist etwas. Jawohl, eine Mahlzeit. Sehr gut, danke. Eine sehr stabile Brücke. In Holland herrscht über das... In Wallandis herrscht über das Gold, wer die Berge regiert. Das liegt nicht nur daran, dass Wallandis reich an Rohstoffen ist, sondern auch daran, dass alle Handelswege hindurchführen. Flandern ist das wohlhabendste Dorf in Cortara. Lord Gustav ist der mächtigste Mann. Sie nennen ihn Gebirgsgigant. In jungen Jahren hat er all seine Gegner mit seinem riesigen Arsenal an Waffen vernichtet. Lord Gustav, oje, das ist doch der Vater von Rob. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Sollen wir hier raus? Sind sie doch falsch? Moment. Du bist zu spät. Sei das mehr schneller als ich, Trottel. Bye, bye. P.S. Ja, ich habe mir die Zeit genommen, den Steinhaufen vor dem Eingang wieder aufzubauen, um deine Erwartungen weiterhin zunichte zu machen. Oha. Silbererz, das hätte ich früher gebraucht. Festliche Schleife und Entwurf. Was an den Monstertyp 10% mehr Maschine. Gegen dieses Element. Dunkel. Cool. Okay, hier gab es einfach bloß ein paar Schätze zu finden. Na gut. Ein optionaler Bereich. Why not, würde ich sagen. Why not? Kann man sich mal gönnen. Hat sich die Erkundung gelohnt. Aber jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Denn wir müssen ja eigentlich zu einem Laden. Das war nicht hier. Ich glaube, da bin ich ganz weit abgekommen vom Weg. Oh. Wir haben trotz...
dem Glück in unserem Unglück. Als Händler sind wir in Flandern nicht auf die jungen Leute angewiesen, die sich der Armee des Königs anschließen mussten. Rockbottom mit seinen Minen und Basil, mit seiner Feldarbeit würde es viel härter treffen. Sie brauchen einfach die Kraft der Jünglinge. Okay, hier ist ein Händlerort. Ja gut, ich muss zu einem Händler. Nach oben nicht, na gut. Hier sind Läden. Flandern lebt von Warenhandel zwischen drei Ländern. Aber wenn niemand handelt, können wir keine Zölle heben und wir verdienen keinen einzigen Ark. Ich könnte gar nicht einfach alle Steuern erhöhen. Er hatte uns Charin am wenigsten verschonen können. Lord Gustav und unsere Söhne haben tapfer für ihn gekämpft. Naja, tja, darauf scheißt der König. Das wissen wir mittlerweile schon selbst. Das ist der Laden, kann es sein? Das ist der Laden, sieht so aus. Zum Glück ist Flandern äußerst wohlhabend, sodass unsere Regale immer gefüllt sind. Bitte schön, vielen Dank für deinen Einkauf. Danke, nun zurück zu den Kindern. Wer ist der Junge? Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Er ist vor 3 Monaten hier aufgetaucht, fast verhungert, hat aber jede Hilfe abgelehnt. Ein weiteres Opfer des Krieges, schätze ich mal. Wahrscheinlich. Jedenfalls lebt er jetzt in der verlassenen Villa im Westen. Allein? In dem Spukhaus? Angeblich nicht allein. Er hat Parkas gesagt, dass er sich um einige... Er hat Parkas gesagt, dass er sich um einige Waisen kümmert. Oh, tatsächlich. Interessant. Im Westen. Das war der Hinweis, wo ich hin muss. In den Westen. Jetzt komme ich auch hier durch. Hier liegt so viel Geld. Was ist denn nur, dass ich hier angekommen bin? Okay, ich bin hier sogar richtig. Das ist schlecht. Ich muss erst oben entlang. Flashback. Eine verlassene Villa, so gut wie jeder andere Ort zum Sterben. Oje, sterben will er. Noch ein Albtraum. Schein, sonst brauche ich etwas zu essen, wie? Ich glaube nicht, dass hier etwas ist. Ich sollte einfach verhungern. Mein Leben ist so oder so bedeutungslos. Sei denn nicht still. Bitte hilf uns. Nanu, Kinder? Hast du etwas zu trinken? Was macht ihr Kinder so spät an einem Ort wie diesem? Wir sind hungrig. Wir sind einsam. Es gibt niemanden, der sich um uns kümmert. Kannst du dich um uns kümmern? Ich? Ich glaube nicht, dass ich eine große Hilfe bin. Dann werden wir sterben, genau wie die anderen. Ich will nicht sterben. Vielleicht ist hier irgendwo Dosenessen. Okay, komm einfach Kinder an. Okay. Aber jetzt erkunden wir erstmal die restliche Gegend. Okay, hier mussten wir sowieso hin. Dann schauen wir natürlich erstmal nach oben. Hier ist auch was. Oh, dann ist Riesen, ist gut. Und hier komme ich nicht rein. Und der hat auch nichts zu sagen. Noch. Wo kommst du her? Noch nicht hat er was zu sagen. Ja, dann gehen wir mal zu den Kindern. Hör auf, runter von der Schaukel, sofort! Nein, ich bin dran. Du bist schon seit 100 Stunden dran. Glenn ist schon seit 100 Stunden auf der Schaukel, das stimmt nicht, es waren nur 5 Minuten. Lügenmaul! So, wenn du steig runter, musst lernen zu teilen. Das wollte ich doch, aber sie schreit mich nur an. Und sie war vorhin schon 10 Minuten lang auf der Schaukel. Du hast Glenn gehört. Na gut, hier, du Dummkopf. Hör auf, Höflinge. Na gut, Sven, würdest du mich freundlicherweise wieder auf die Schaukel lassen? Noch 5 Minuten, dann bin ich dran. Abgemacht. Okay, das war die richtige Entscheidung. Höflichkeit. Hast du bekommen, was ich wollte? Pfannkuchen? Große, kann es kaum erwarten. Der andere wollte Bunnerts?
Galtena von einem gigantischen Pilz verfallen und alle Menschen fliehen mussten. Ich kann mir so einen riesigen gar nicht vorstellen. Glaubst du, er ist hoch wie Fallfallerraum in Verlandes? Okay, der wollte Pfannkuchen. Der andere wollte Bubum-Zeug. Erstmal unten umschauen. Wenn ich schon 3 Monate hier bin, dann hätte man hier schon sauber machen können. Weinst du? Dio macht sich über mich lustig, weil ich kleiner bin. Also er glaubt, ich werde noch wachsen. Vielleicht. Nur vielleicht. Nun, es gibt auch coole Dinge, die man tun kann, wenn man klein ist. Zum Beispiel, du könntest ein Himmelsreiter werden. Um Energie zu sparen, werden nur Personen mit einer bestimmten Körpergröße rekrutiert. Ein Himmelsreiter? Denkst du wirklich, dass er ein Himmelsreiter werden könnte? Klar doch. Hast du das gehört, Leo? Ich kann ein Himmelsreiter werden. Wer ist Leo? Na gut. Unten ist nichts zu tun. Oben? Erstmal looten. Und noch mehr looten. Wie lange willst du das aufrechterhalten, Glenn? Du schon wieder. Sehen sie die Lösung zu deinem Problem, diese Kinder? Glaubst du, du machst damit irgendwas wieder gut? Nein. Ich weiß, es ist keine Lösung, aber es ist das Einzige, was ich gerade tun kann. Das ist nicht wahr. Du könntest... Sei still, warum sollte ich auf dich hören? Du sagst mir nicht einmal, wer oder was du bist oder was du willst oder wieso ich dich in meinem Kopf höre. Diese Kinder, deine Stimme. Vielleicht werde ich einfach verrückt. Denn das muss es sein. Ich bin müde. Ein neuer Tag. Kann ich etwas länger hier bleiben? Habe ich das gerade richtig gelesen? Kann ich etwas länger hier bleiben? Okay. Die Kinder sind nicht da. Endlich habe ich dich gefunden. Ah. Sir Victor, hier hast du also die letzten 3 Monate verbracht. Ziemlich einsamer Ort. Wie geht es dir? Mir geht es gut, schätze ich. Im Vergleich zu vor 3 Monaten jedenfalls. Aber sagt mir, was tut ihr hier? Nur einen alten Freund besuchen und... Ah, vergiss es. Bleiben wir bei der Wahrheit. Der Kampf ist noch nicht vorbei und wir brauchen dich, Glenn. Taryn wird nicht aufhören, das Grimoire gegen die Menschheit einzusetzen. Lene, Rob, Badrat, sogar Sienna. Sie sind alle auf unserer Seite. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Schließ dich mir an. Ich bin nutzlos. Wie könnte ich helfen? Ich habe deine Flugfähigkeit mit der Himmelsrüstung gesehen. Du hast deine Gegner mühelos bezwungen. Dann müsst ihr auch gesehen haben, wie ich ein ganzes Land vernichtet habe. Glenn, das war schrecklich, ja. Aber willst du dich hier für den Rest deines Lebens verstecken? Willst du ewig vor der Wahrheit fliehen? Waren die Kinder eingebildet vielleicht? Vor der Wahrheit fliehen? Nein. Ich habe die letzten 3 Monate nachgedacht und eine Entscheidung getroffen. Wisst ihr, als das Grimoire das erste Mal durch mein Schwert explodiert hat, da war es nicht meine Schuld. Und da es nicht meine Schuld war, konnte ich mich ein Jahr lang in einer Hütte verkriechen und die Bilder aus meinen Gedanken verdrängen. Ich schuldete niemandem etwas und musste nichts tun. Diesmal ist es anders. Ich kann die Schuld nicht von mir weisen und sie liegt schwer auf mir. Ich würde mit Freude mein Leben für diesen Fehler geben, aber das ist nicht möglich. Mein Leben gehört mir nicht mehr, es gehört den Toten. Also heißt das, selbst wenn ich mich vor der Welt verstecken wollte, ich könnte es nicht. Ich muss da raus und den Menschen helfen. Das schulde ich den Toten. Also schließt du dich mir an? Ich bin mir nicht sicher. Ich will Gutes tun, doch ich bin unsicher, ob euer Weg der richtige ist. Wir können eine Massenvernichtungswaffe aufhalten. Du kannst kaum mehr Gutes für die Menschen da draußen tun. Ich weiß, aber ich habe Angst, erneut einen Fehler zu begehen. Ich verkrafte nicht noch mehr Schuld. Aber du trägst die Bürde nicht allein, Glenn. Damals haben wir alle die Entscheidung getroffen, das Grimoire zu stehlen. Wir sind alle verantwortlich für das, was geschehen ist. Und deshalb müssen wir es wieder gut machen. Zusammen. Komm mit uns. Also, gewährt mir das Schicksal eine neue Chance? Gebt mir bitte einen Moment. Natürlich. Ich warte draußen. Wirst du uns zurücklassen? Ich...
Ich lasse euch nicht zurück. Du musst bleiben, wir brauchen dich. Ihr braucht mich, aber ihr seid nicht mal echt. Du lügst. Ihr seid nur eine Einbildung in meinem Kopf. Wenn ich länger bleibe, werde ich verrückt. Schaut mich an, ich rede entweder mit Geistern oder Stimmen in meinem Kopf. Wir brauchen dich. Tut ihr? Nein. Ist es nicht eigentlich genau andersherum? Ihr braucht mich nicht, ich brauche euch. Ihr seid die Lüge, die ich hier gelebt habe. Wegen dir haben wir keine Eltern mehr. Wegen dir sind wir alleine. Es ist deine Schuld. Du hast sie ermordet. Nach der Katastrophe brauchte ich etwas, um die Bürde auszuhalten. Ich brauchte Vergebung durch die Toten. Ich brauchte euch. Aber Sir Victor hat mir eine Möglichkeit gegeben, es wieder gut zu machen. Ich habe unsagbar große Angst noch. Du wirst uns nicht loswerden. Wir werden dich finden, egal wohin du gehst. Wir werden dich bei jedem Schritt an deine Verbrechen erinnern. Sie sind weg. Vernünftige Entscheidung. Tja, dich habe ich noch, schätze ich. Okay. Die Geister, die ich rief, sind verschwunden. Hier, nimm ein wenig Schokolade. Moment, hä? Danke, Herr. Sir Victor. Ah, Glenn, da bist du. Du siehst das Kind? Huch, oh, wo ist er hin? Nun, ich kann nicht mehr sehen. Kann ihn nicht mehr sehen. Schi, die Kinder von heute sind ganz schön schnell. Aber wie? Glenn? Ah, Sir Victor, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich begleite euch. Ich will der Wahrheit ins Gesicht blicken. Schi, ausgezeichnet, Glenn. Der erste Schritt ist stets der schwerste. Du solltest stolz auf dich sein. Wir werden das Grand Grimoire zusammen aufhalten. Ah. Himmelsrüstungen. Das sind X200O Himmelsrüstungen. Modell Paris, Merlin, Agamemnon und Ovelia. Sind das eure? Schi. Es war nicht gerade günstig, aber es freut mich, dass sie dir gefallen. Sir Victor hat keine Mühen gescheut. Er war sich sicher, dass sie dich überzeugen würden, mit uns zu kommen. Sienna, auch du hilfst Sir Victor? Sie hat mich aufgesucht, aus freien Stücken, und sie hat ihre Hilfe angeboten. Kannst du es glauben? Schi. Bin ich nicht großzügig? Ich biete mich selbst als fähige Kriegerin und Pilotin meines Luftschiffs an. Ist das nicht ein großartiges Angebot? Und zu meiner Überraschung wollte sie nicht einmal etwas dafür. Schi. Klar, macht euch ruhig über meine Großzügigkeit lustig. Ich halte meinen Lohn schon irgendwie. Im schlimmsten Fall hast du unseren Dank. Wunderbar. Ich frage mich, welche Läden ein Dankeschön als Bezahlung akzeptieren. Lass uns nicht trödeln. Der Himmelskaiser ist nicht wirklich sicher geparkt. Batraz, du auch. Auch du. Wir haben einen Vertrag zu erfüllen, nicht wahr, Victor? Das stimmt. Er tanzt zu meiner Musik und wie du weißt, bin ja sehr musikalisch. Schi. Auf in eure Himmelsrüstung. Die Himmelskaiser ist auf der Spitze von Rydal geparkt. Weit weg vom Blick Tarins. Wir werden das Schiff verwenden, um Lady Bran in New Wernshire einen Besuch abzustatten. Wir werden für unsere Abenteuer Hilfe benötigen. Die Details erkläre ich dir später, Glenn. Auf geht's. So gehe ich also auf eine weitere Reise. Ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung. Tja. Sobald du dich in der Himmelsrüstung befindest, kannst du erneut RB drücken, um in Richtung Himmel zu fliegen und wieder auf den Boden zu sinken. RB, okay. Beim Zurückschalten von Flugmustern in die Schwebung werden interne Teile der Himmelsrüstung freigelegt, was sie verwundbar macht. Da kannst du an folgenden Orten nicht landen. Direkt auf Gegnern, in hohem Gras, das sich in Getriebe verfangen könnte, oder auf dem Wasser. Wenn du dich jedoch bereits im Schwebemodus befindest, kannst du auf gleicher Höhe über Wasser und oder durch hohes Gras gleiten. Ach, durch Gegner, ne? Hoho. Schaut euch diese Beweglichkeit an. Ja, Mighty Morphing Power Rangers. Und ich kann ja auch aussteigen. Das ändert so einiges in diesem Spiel.
Hi, braucht ihr etwas? Panzerbrecher. Nagamaki. Gut, gut, gut. Das ist eine neue Waffe. Das brauchen wir dann. Da ist nichts Neues dabei. Okay, Nagamaki nehmen wir. Oh ja, eine Verbesserung. Sehr schön. Okay, das wird jetzt cool. Jetzt haben wir sehr viel neue Bewegungsfreiheit. Wo sind wir eigentlich? Wir sind doch hier in einem neuen Gebiet, oder? Rydalberg sind wir gerade. Der hat doch bestimmt auch ein neues Gebiet hier freigeschaltet. Rydalberg, Rydalberg, Rydalberg. Rydal, 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 da, 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 da. Rydal, Rydal, Rydal. Nee? Scheinbar nicht. Kotara-Gebirge, kein extra Gebiet zu Rydalberg. Na gut, auch in Ordnung. Dann werden wir beim nächsten Mal diesen Berg in unseren neuen Mighty Morphings Power Ranger Maschinen erkunden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.